Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Evoland 2! Nachdem wir letzte Folge irgendwie überhaupt nichts gebacken gekriegt haben, hoffe ich mal, dass wir diese Folge ein bisschen mehr reißen können. Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Und wir checken direkt mal ab. Okay, dieser Weg sagt andere Zeit. Also diese Truhe da oben. Dann gehen wir einfach nach rechts. Der Geist ist. Der kann nichts, den müssen wir erst zerstören. Den können wir jetzt schieben. Ah, und dann in der Zeit reisen und... Warte, Leute, ich hab's. Den müssen wir nämlich auch noch schieben. Yes! Und jetzt können wir in der Zeit reisen. Die Frage ist nur, welche Zeit ist die, die da oben sollte die... Ah, da ist ja eine Truhe. Die Truhe könnte in jeder Zeit sein. Das ist jetzt schon wieder gemein. Wenn ich da hoch muss, jetzt diese Truhe holen. Ah nee, hier ist ja so sumpfig. Da müssen wir zuerst in der anderen Zeit. Obwohl, da unten, was ist da? Ja, wir müssen erst in die zweite Zeit, damit wir, die Wigs rufen können. Dazu müssen wir, erst wieder in die Zeit und dann in die Zeit. Ach, das ist ja mal verwirrend mit diesen Knöpfen, dass die nur auf zwei Zeiten funktionieren und nicht auf drei Zeiten. Sonst würde es vielleicht die Sache einfacher machen, aber so ist auch okay. Ich meine, ganz ehrlich, who cares? Hauptsache, es funktioniert irgendwie. So, und jetzt können wir ja mal gucken. Ups. Zack. Müssen wir gar nicht erst so weit laufen. Hä? Haben wir da nicht gerade irgendwas kaputt gemacht? Ach, den Baum haben wir gerufen. Ach so, da muss ich aber erst das Ding zerstören. Dann können wir nämlich unten durch. So, Wigs. Nun ist dein Turn. Zack. Sehr geil. Jetzt können wir da unten lang laufen. Ach nee, können wir nichts. Können wir nicht. Jetzt müssen wir wieder in die 3D-Zeit. Uiuiui, anstrengende Zeitreisen hier. Doch, 3D sollte jetzt richtig sein. Obwohl wir in der 3D-Zeit da so oder so langlaufen können. Wir machen es einfach mal. Weil in der 3D-Zeit, da funktioniert ja gar keins von diesen Viechern. Aber es hat ja den Weg versperrt, stimmt. Ha. Das bringt uns aber trotzdem nichts. Das bringt uns halt in dieser Zeit einfach generell nichts. Können wir halt Wigs auch nicht rufen. Wir brauchen halt diese Dinger in... Ah nee, jetzt können wir in anderen Zeiten da unten langlaufen. Ich frage jetzt nur, was bringt uns das, wenn wir hier unten langlaufen in der anderen Zeit? Müssen ja hier irgendwo... Ach, hier ist ein Schalter! Das heißt, in irgendeiner Zeit... In der 3D-Zeit ist es nicht. Das heißt, es muss noch einen neuen Schalter geben, weil bis jetzt hieß es, kann man ja alles nur zwischen 3D und... Ach nee, gar nicht. Am Anfang nicht. Am Anfang konnte man nur... Ah, okay. Dann sollte es jetzt eigentlich in beiden Zeiten möglich sein, in der und in der anderen. Gucke ich einfach mal so nach. Das ist ja geil. Guck mal, gut, dass ich aufgepasst habe. Sonst hätte ich den Schalter wahrscheinlich über... Uah, wir können ja nicht durchlaufen. Ich bin ja riskant hier. Und da oben können wir auch nicht durchlaufen. Ach, jetzt müssen wir den erst wieder zurückschicken. Ach so, das war mein Fehler. Ich hatte vorhin nur gedacht, dass man nicht durchlaufen kann. Dabei war einfach nur der... Oh, guck mal, da ist ein Baum. War einfach nur mein Fehler im Fehler. Ach so, und jetzt können wir auch... Hier rüber. Wir haben es geschafft, Ace. Wir haben den Heiligen Hain fast verlassen. Jetzt müssen wir nur noch in unsere eigene Zeit zurück. Ja, aber das machen wir nicht, denn wir müssen erst noch hier oben alles absuchen. Wir wollen ja nicht alles vergessen, Leute. Wir könnten jetzt rein theoretisch zurück. Das wird uns ja nichts bringen. So, wo führt uns dieser Schalter hin? In die 3D-Zeit. Nee, hier hin. Auch okay, scheinbar. Ah, genau, weil da die Dinger gewachsen sind. Ach so, verstehe. Haben wir hier sogar noch einen Schalter?
Ja, soll ich uns jetzt in die 3D-Zeit führen? Ja. Nicht drauf treten. Gut. Frage ist nur, was bringt uns das hier? Müssen wir gleich mal abchecken, ob es hier irgendwas gibt. Was? Okay, das sollte nicht etwas sein, was uns irgendwie weiterhilft. Wir gucken einfach mal nach, was das bringt, wenn wir da mit Wix vielleicht reinfliegen. Ob wir vielleicht irgendwas zerstören können. Der muss da weg. Der muss da weg. Aber warum? Nee, der muss da nicht weg. Aber der kann da weg. Könnten wir den da vielleicht sogar ins Wasser laufen lassen? Denkt ihr, das geht? Oh, das war falsch. Nee, ins Wasser laufen kann er nicht. Wir haben es immerhin probiert. Okay, da oben war noch eine Truhe, an die wir ran können. Oh, war da oben eine Truhe? Nee, gell? Da war eigentlich gar keine Truhe mehr. Ach, ich vertue mich gerade, gell? Wir sind eigentlich schon durch, oder? Für was gibt's denn hier Schalter? Ja, das muss ich jetzt kurz nochmal abchecken. Ob ich da nicht irgendeine Truhe übersehe. Oh, jetzt habe ich mich eingesperrt. Super. Ich kann's halt. Muss man mal ganz klar sagen. Ah, vielleicht kann man da irgendwie durch den Wald durchlaufen. Bin ja viel zu groß als 3D-Figur. Bin ja größer als der Wald. Ist geil. So, also hier rauskommen. Ah! Was wir machen können. Nee, wir müssen den da rüber kriegen. Wir müssen den hochschucken. Und dann zur Seite. Das müssen wir. Oh, jetzt wird es wieder kompliziert. Müssen wir in die 3D-Zeit zurück. Aber so, dass wir nach Hause laufen können. Also, dass wir da runterlaufen können. Das heißt, wir müssen da unten in die normale Zeit. Aber dann... Ach nee, der Baumstumpf steht ja jetzt immer in dieser Zeit hier. Das heißt, wir müssen jetzt... Ja! Guck mal, die langsam rappelt in meinem Kopf. Oh, guck mal, hier ist voll viel Zeug. Okay, jetzt müssen wir in die 3D-Zeit. Ohne 3D können wir so oder so nicht nach Hause. Nee, können wir schon. Wir können nur in der Zeit nach Hause. Das ist ja der Nymphenwald. Die Nymphenwald-Zeit. Ist ja irgendwie so pixelig. So, das ist uns dann jetzt erstmal egal sein, denn wir wollen in der Zeit jetzt den Baum nach oben verschieben. Fuck! Boah, ist das kompliziert, Leute. Geht denn das dann? Na, hier kommen wir gar nicht weiter. Ah, doch! Jetzt können wir nämlich... Ganz cool. Wir sollen ihr ja helfen, alles hier kaputt zu machen. Haha! Okay. Wir kommen der Sache immer und immer und immer näher. Müssen wir nur noch mal hier ein bisschen überlegen. So, jetzt müssen wir in die Zeit. Da hinten. Dann können wir nämlich da wieder durchlaufen. Wir wollen die Dinger kaputt machen. Das hieß es ja, wir sollen den Wald von diesen Kerlen da befreien. Das war ja unsere eigentliche Quest. Den Hainhüter retten und den Wald befreien. Und dazu müssen wir halt nun mal, jetzt ist die Frage... Können wir diesen Baum wieder zurück in die alte Zeit holen, damit wir da durchlaufen können? Können wir vermutlich. Brauchen wir gerade nicht. Deswegen machen wir es auch mal nicht. So, was ist jetzt mit dieser einen Truhe da hinten? Da war doch noch irgendwo eine Truhe. Ist ja auch egal. Wir gehen erstmal so weiter. Oh, das ist jetzt 3D. Okay. Okay. Oh, ach. Dann können wir... Die Zeit bringt uns irgendwie gar nichts. Die Zeit bringt uns hier aber... Ach, das ist jetzt die Zeit. Nee, warte mal. War das nicht die Zeit vorhin schon? Ja, doch. Ist das die Zeit von Wix überhaupt? Nee, gar nicht, gell? Ja.
Jetzt muss ich kurz oben an diese Truhe. Den müssen wir noch zerstören. Dazu brauchen wir so einen netten Baum. Zack. Zack. Und da hinten die Truhe ist für welche Zeit? Für die hier. Das hat mir schon mal nachgeguckt. Kann ich mich dran erinnern. Ich wusste nicht mehr, wie es geht. So, das heißt, wir müssen jetzt das Ding kaputt machen. Anders geht's nicht. Wir müssen das kaputt machen. Wenn wir das nicht kaputt machen, dann können wir da auch nicht langlaufen. Ah, jetzt müssen wir erst noch... Ach so, genau. Genau. Wir müssen erst nochmal hier zurück. Um dann eben diesen blauen Pilz wieder reinzudrücken. Damit. Jetzt können wir die Zeiten wechseln. Jetzt können wir da auch langlaufen. Haben wir auch letztes Mal irgendwie ein bisschen schusselig waren wir da. Fällt einem halt erst immer ein, wenn man hier unten ist. So, jetzt gibt es da oben noch diese Tomate. Hier gibt es auch noch... Kannst du nicht da rüber und uns helfen? Oder? Ist das nicht möglich? Nee, der kann gar nicht so weit laufen, gell? Ja, der kann nur bis da laufen. Tut mir leid. Entschuldigung. Habe ich dich gerade umsonst schikaniert? Wie sieht's jetzt aus damit? Danke, ich weiß, das ist nicht die richtige... Die stand gerade im Wasser. Okay, es ist nicht die richtige Zeit, das weiß ich. Aber, wie wir die jetzt kaputt machen, ist so die Frage. War gerade echt bescheuert. Wie die einfach im Wasser landet. So. Lauf mal schön weiter, Tomate. Oh, das ist echt eine gruselige Tomate, gell? Da, wenn ich das nur so sagen darf. Soll ein Kompliment sein. Du gruselige Tomate. Ach ja. So. Jetzt können wir hier wieder in der Zeit reisen. Bringt uns das was? Wir laufen jetzt alles eigentlich nochmal durch. Nur mit dem Ziel und der Hoffnung, alles zu zerstören. Das ist ja unsere Aufgabe. Und dazu müssen wir halt nun mal... Wie können wir den denn zerstören? Mit dem Baum hier könnten wir das. Aber der Baum kann ja nicht einfach so runter. Hier muss man irgendwie also in der Zeit hinkommen? Ah, okay. Ja. Warte mal. Wir sind gerade voll unnötig. Boah, wisst ihr Leute, ihr seid echt gruselig. Und echt uncool vor allem. Ihr verhaltet euch wie so kleine Kinder. Und wenn ich das mal so sagen darf. Können wir jetzt eigentlich die Tomate zerstören? Warte mal, hier muss wieder reinhüpfen. Können wir ja machen. Geht ja. Ist vielleicht nicht so clever gewesen. Ja, es war vielleicht gar nicht so clever. Wenn ich es mal so sagen darf. Wir haben uns gerade einfach den Ausweg versperrt. Alter, ist das gruselig. So, das darf wieder rein. So, jetzt will ich wieder raus. Tomate bringt uns ja an sich nichts, oder? Kann man eigentlich zerstören. Ich meine, braucht man jetzt nicht bestimmt, aber wir haben es mal gemacht. Lieber einfach mal alles auslöschen, bevor irgendwas noch aus irgendeinem Grund Schaden anrichten könnte. Und die Tomate ist trotzdem da. Was ein Wunder. Warum auch immer. So. Was zum Fick bist du für ein Pilz? Was ma... Digga! Verpiss dich! Oh, die haben da extra einen Blockadepilz hingemacht. Ich will doch nur in der einen Zeit da hoch. Aber ich weiß nicht, wie ich in der einen Zeit da hochkomme. Ja, ich verstehe schon. Ich habe es aus Versehen. Ich muss in der... Oh,
komme ich denn wie? Oh, das hat gut funktioniert. Naja. Wie komme ich jetzt in... Welche Zeit ist das jetzt? Die Zeit, die bringt mir nichts. Diese Zeit bringt mir nichts. Okay, ich kann hier den Weg abchecken. Ob der funktioniert? Nee, weil da so ein Baum steht. Das ist echt kompliziert. Ich weiß vor allem nicht mal, worauf ich hinaus will. Ich kann hier einfach gehen, rein theoretisch. Was mache ich hier überhaupt noch? Ich wollte hier eine Truhe, genau, aber ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Och, Mano. Den ganzen scheiß Weg wieder nach oben. Och. Anstrengend. Also ich wette, ich mache gerade was falsch. Wo auch immer ich gerade hin will, ist es falsch. Ich kann da oben hier nicht mal dran. Ey, was mache ich denn gerade? Ja, komm, nimm mich, Alter. So gruselig, wie du auch bist. Wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Wie kommen wir nach Hause? Hier werden wir wieder sterben. Das heißt, wir müssen hier in 3D gehen. Aber wohin? Nach vorne können wir nicht. Da hinten haben wir diesen einen roten Pilz eingerückt. Der lässt die blauen hervorheben. Können wir aber nicht irgendwie wegmachen hier. Geht nicht. Hey, was? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Echt jetzt? Was haben wir angestellt? Das muss doch ein Bug sein, oder? Wir hätten diesen Weg nicht nochmal laufen sollen. Ach du Scheiße! Wie kommen wir denn hier wieder raus? Leute, wir irren hier jetzt schon seit einer Viertelstunde rum. Und ich habe null Ahnung. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Tja. Da vorne ist ja jetzt so ein blauer Pilz hochgegangen. Wir können ja einfach in der Zeit da. Ich bin so ein Lümmel, gell? Fuck. Ah. Okay, komm, wir können das. Jetzt. Ja, was habe ich denn gerade gedacht, Alter? Was mache ich denn hier überhaupt? Jetzt geht's ja. Boah, Leute, ich schwöre euch, ich kriege meinen Kopf gerade nicht drauf klar. Jetzt sind wir ja wieder hier. Was? Linus, was stellst du hier bloß an? Was soll denn der Kack? Ich habe null Plan, Leute. Ich habe sowas von keine Ahnung. Wir konnten eigentlich gerade rausgehen. Wir haben ja alles, bis auf diese eine Truhe. Und ich komme nicht drauf, wie wir diese eine Truhe erreichen. Und so ist es nun mal. Ich glaube, da können wir halt auch nichts mehr machen. So verloren, wie ich bin. Da haben wir irgendwie keine Chance. Wir müssen halt nur noch... Doch, das mit unserer Zeit klappt eigentlich. Aber schade. Schade, dass ich nicht alles geschafft habe. Doch, wir müssen doch alles. Wir müssen doch den ganzen Wald von diesen Heilhüter-Dingsbums. Wir müssen den doch befreien. Warum schießt denn du gar nicht? Ja. Hä? Aber doch. Der eine da unten, den kriegen wir so oder so nicht weg. Hä, wie geht denn das? Ja, der ist ja voll an so einem Ort, wo kein anderer hinkommt.
Ich verstehe jetzt, was wir mit dem machen können. Das ist mir bewusst. Aber, ganz so klar wird mir der ganze Scheiß trotzdem nicht. Das ist so verwirrend. Oh, die sind so putzig, wenn die laufen. Schneller. Was? Ey, wer hätte das denn wissen sollen? Wer wäre denn da drauf? Leute. Also. Nee. Wer wäre denn da drauf gekommen? Das, als ob die so unfreundlich sind. So, zack, lauf da hoch. Dankeschön. Okay, das hätte ich. Ich dachte, die schießen einen One-Hit-Tot, aber dass die einen One-Hit-Tot laufen, wenn man sie anläuft, ist mir irgendwie ein bisschen fragwürdig. Naja. Schießen wir nochmal in die Richtung. Sind wir hoffentlich bald aus diesem Wald raus? Der macht mich bald irre. Es ist cool, muss man sagen. Aber wir haben da so viel gesehen auf dem Map, die ich gerne erkunden würde. So viele Sachen gesehen in den letzten Folgen, die ich gerne erkunden würde auf dieser Map. So, warte mal. Jetzt können wir dem auch noch Befehle geben, aber nicht hier. Jetzt müssen wir erstmal hinter dem langlaufen. Das geht gar nicht, oder wie? Ich will nicht nochmal gegen den laufen. In 3D geht es bestimmt. Da sind wir sogar. Nee, sind wir gar nicht. Aber wir können dem jetzt sagen, schieß mal. Hat der jetzt irgendwas kaputt gemacht? Nee, gell, gar nicht. So, der muss jetzt noch irgendwie ein Stückchen... Ja, halt nach vorne. Okay, ich hab's. Zeit wechseln. Welche Zeit ist jetzt? Oh. Okay, der muss erst bis ganz nach vorne. Entschuldigung. Ich hab's halt irgendwie manchmal. Bist jetzt da? Du. Jetzt ist er da. Jetzt müssen wir nochmal nicht in die Zeit, glaube ich. Sondern in die Zeit davor. Ja, in die. Obwohl, hätte die Zeit gerade auch funktioniert. Ne, die funktioniert nicht. In der Zeit. Genau. Und jetzt müssen wir. Wie clever ich bin. Müssen wir ihn überholen. Schneller. Hä? Als. Ich hab den noch nicht mal berührt. Leute! War das so gut wie gar nicht berührt? Eigentlich habe ich ihn nicht berührt. Oh Mann, oh. Die mobben mich. Leute! Ich berühre den doch gar nicht. Geht es überhaupt, was ich vorhab? Ja, es geht. Als ob ich den berührt habe. Muss funktionieren. Warum geht er? Das ist schwerer als geplant. Sehr schwer sogar. Weil ich da jetzt irgendwie nicht mehr hinten dran komme. Und im 3D erst recht nicht. Und in dem davor komme ich dran. Aber da ist die Matsche. Die böse Matsche. Seht ihr, da ist beides nämlich böse.
Ja, komme ich aber auch nicht dran. Ja, als ob man da in keiner Zeit hinlaufen kann. Oh. Du kannst ihn nicht anschucken? Was machen wir denn jetzt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Was wir vielleicht versuchen könnten. Was vielleicht eine ziemlich dumme Idee wäre. Das wäre aber versuchbar, in Anführungsstrichen. Ob wir ihn nicht, wenn wir ihn jetzt so schuppen. Ah, wir haben schon eigentlich verkackt. Ach, come on. Dass man da nicht reinlaufen kann. Geht es auch nur in der 3D-Zeit, weil man das so schnell ist. Oh fuck! Jetzt muss ich wieder da runter! Ach komm! Das bringt mich echt zum Verzweifeln, Leute. Das bringt mich echt zum Verzweifeln. Kann doch nicht sein, dass wir das nicht hinbekommen. Leute, ich mache die Folge jetzt einfach mal ein bisschen länger. Und wir versuchen das Rätsel jetzt zu lösen. Und wenn nicht, dann schaffen wir es halt nicht. Aber wenigstens kann ich dann sagen, ich habe es probiert und habe nicht direkt aufgegeben. Und dann fühle ich mich so blöd, wenn ich sage, ich habe direkt aufgegeben. Wäre auch langweilig, ganz ehrlich. Obwohl das jetzt vielleicht gerade nicht spannender ist. Aber immerhin tun wir so, als würden wir es probieren. Letzter Versuch ist jetzt einfach, dass ich da in 3D neben dem herlaufe, weil ich glaube, dann laufe ich schneller als der. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf kommen tue, aber ich tue es halt. Hoffen wir einfach mal, das stimmt. Das wäre jetzt echt der Hammer, wenn das stimmen würde. Wirklich, dann würde ich mich freuen. In 3D läuft er sogar schneller als ich, Alter. Yo, und er setzt sich halt genau auf die Position, auf der ich sitzen will. Ach, okay. Ah, das war. Tschüss. Nee. Bäh ich nicht ein. Ich gehe. Ich gehe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie das hier geht. Falls ihr es wisst und wisst, wie es hätte gehen sollen, schreibt in die Comments. Ich bin dafür, glaube ich, zu blöd. Hier kann man ja auch noch lang. Den Weg habe ich sowieso nicht verstanden. Egal, wir wechseln da jetzt nochmal die Zeit. Und hoffen, dass wir von der Zeit aus nach Hause können. Wir sollten aber der Fee helfen, den Wald zu befreien. Von diesen Dingern. Aber ich krieg's nicht hin. Sagt ihr eigentlich jetzt irgendwas Böses? Tut mir leid, Freundchen. Ich kann diesen Wald nicht verlassen. Feen wie ich können außerhalb nicht überleben. Alles eine Frage der Quantenphysik. Ich kann nämlich nicht gleichzeitig in allen Zeiten und an mehreren Orten sein. Oder so ein Müll. Hä? Nicht übel. Ich war besser als erwartet. Im Wald sind immer noch ein paar Sadistas. Aber ihr habt wohl noch was anderes zu tun. Besucht mich wieder, wenn ihr Lust habt. Tschüss. Das heißt, wir können hier wieder hin, wenn wir wollen. Wir müssen aber nicht. Okay. Interessant. Vielleicht probiere ich es doch nochmal. Naja. Was uns da unten oder draußen oder wie auch immer erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von... Obwohl, wir können eigentlich mal rauslaufen. Was sehen wir da? Nichts. Was uns da noch erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Evoland 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es eher so ein bisschen grübeln und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, Ding war. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Euer Dace.